Straßenkarte statt Navi, Telefon mit Wählscheibe, 16mm Bolex-Kamera für Filmdokumentation. Solche Objekte benutzen wir heute kaum noch. Dabei ist es gar nicht so lange her, dass analoge Technologien unseren Alltag bestimmten. Heute aber funktioniert immer mehr digital. Der Begriff Digitalisierung beschreibt diese Transformation sämtlicher Gesellschaftsbereiche. Wir wissen, die Digitalisierung gilt als eine der wichtigsten Herausforderungen der heutigen Zeit. Aber inwiefern genau? Was für eine transformative Rolle spielt sie in der Hochschulwelt? Wie ist das Phänomen der Digitalisierung wirklich zu verstehen? Digitalisierung meint die Umwandlung analoger in digitale Daten. Das beinhaltet die Verbindung der physischen Welt zu virtuellen Netzwerken, zum Beispiel über Objekte wie Laptops oder Smartphones, die mit dem Internet verbunden sind. Das hat eine beispiellose Interkonnektivität zwischen Menschen, Dingen, Orten, Regierungen und Unternehmen zur Folge. Eine Folge davon ist zum Beispiel die On-Demand-Economy. Damit sind Plattformen gemeint, die Menschen, Kapital und Daten auf völlig neue Art und Weise zusammenbringen. Beispiele dafür sind Uber, die weltweit größte Taxifirma ohne eigene Autos, oder Airbnb, die weltweit größte Unterkunftsvermittlung ohne Grundstücksbesitz. Aber auch Social-Media-Plattformen wie Facebook, TikTok, Instagram und Co. Die Digitalisierung bringt also weitreichende Konsequenzen mit sich. Sowohl in den Bereichen Konsumverhalten und Dienstleistungsverhältnissen, also im wirtschaftlichen Sektor, als auch gesamtgesellschaftlich. Digitalisierung betrifft deswegen natürlich auch den Bildungsbereich und die Hochschullehre. Digitalisierung der akademischen Bildung ist aktuell das Thema an Hochschulen. Dieser Prozess beeinflusst den ganzen Zusammenhang von Wissensgenerierung, Wissensdistribution und Wissensvermittlung im Rahmen der akademischen Bildung. Es stellt sich die Frage nach einer sinnvollen Nutzung von digitalen Medien für die wissenschaftliche Bildung. Welches Medium wird zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt eingesetzt? Ein progressives Ziel der Digitalisierung besteht darin, durch digitale Medien die Hochschullehre zu ergänzen und mit neuen didaktischen Konzepten die Lernformen im Rahmen von akademischen Studiengängen neu zu gestalten. Die Digitalisierungsbewegung zielt keineswegs darauf ab, existierende Lehrpersonen zu ersetzen oder den Präsenzunterricht abzuschaffen. Es geht vielmehr um eine sinnvolle Kombination von signifikanten Lernsituationen im virtuellen und analogen Raum. Für Studierende bedeutet der bereits begonnene digitale Wandel vor allem unabhängig von zeitlichen und räumlichen Anforderungen seitens der Hochschule auf Kerndaten und Vermittlungseinheiten wie Vorlesungen asynchron zugreifen zu können. In diesem Punkt übernehmen gerade Lern- oder Bildungsvideos eine zentrale und zunehmend relevante Position. Bei digitalen Videos handelt es sich zudem um teilweise adaptive Lernmedien, dies etwa, da die Studierenden die Videos mehrfach und in einer Geschwindigkeit ansehen können, die ihrem persönlichen Lerntempo entspricht. Insbesondere für das Erlernen von Grundlagen und Faktenwissen ist dies von großem Nutzen. Zugleich ranken sich darum viele Mythen, zum Beispiel, dass Medien per se das Lernen von StudentInnen verbessern. Oder dass Digital Native gleich Digital Ready heißt. Nur weil jemand einer jüngeren Generation angehört, heißt das nicht, dass er auch jedes Tool nutzen kann oder möchte. Und wer eher reflexiv an Themen herangeht, geht auch so an die digitalen Technologien heran und umgekehrt. Meyerberger vertritt die Position, dass Lehrende zunächst selbst medienkompetent sein sollten und wissen müssen, welche Bedeutung Medien für die Sozialisation und Identitätsbildung haben. Sie sollten sich nebst mediendidaktischen Kompetenzen auch medienerzieherische Kompetenzen aneignen, also nicht nur wissen, wie man mit, sondern auch wie man über Medien lernt. Mit Digitalisierung muss also vor allem die Gestaltung von Veränderungsprozessen an Hochschulen in den Blick genommen werden. Fragen wie, was bedeutet Digitalisierung? Was bedeutet Bildung heute? Und was bedeutet das für eine Bildungsorganisation,
sind hierfür zentral. Dass interdisziplinäre und multidimensionale Themen wie Digitalisierung aus verschiedenen Disziplinen betrachtet sowie innerhalb der Hochschulbildung multiperspektivisch adressiert und diskutiert werden müssen, ist evident, schreiben Reinhardt und andere in ihrem umfassenden Sammelband zur Digitalisierung in der Hochschulbildung. Die AutorInnen schlagen vor, Digitalisierung nicht als diffusen Veränderungsdruck zu verstehen, sondern als hochschulisches Gestaltungsprojekt zu sehen. Digitalisierung darf nicht als rein technologisch determiniert betrachtet werden. Lernende in unterschiedlichen Lern- und Lehrsettings müssen berücksichtigt werden. Genauso muss sich die Hochschuldidaktik trauen, sexy Cutting-Edge-Technologien kritisch zu hinterfragen. Es soll ein Raum für konstruktive, digitale Medienkritik geschaffen werden. So muss die Hochschule die technischen, aber unbedingt auch die paradigmatischen, respektive curricularen Rahmenbedingungen schaffen, damit Digitalisierung nicht nur als Plastikwort daherkommt, sondern als gelebte Praxis im Hörsaal stattfindet. Wir können also die drastischen technologischen Veränderungen als Einladung verstehen, um darüber kritisch zu reflektieren, wer wir sind und wie wir die Welt sehen. Mission completed.